Ja, ein Pimp My Garden Video aus meinem Wohnzimmer. Und zwar, ich möchte eben zeigen, welche Pflanzen diesen Frühjahr bei mir im Garten neu gekommen sind. Und zwar erstmal eine Kleinigkeit, und zwar ein Bodendecker. Den zeige ich dir auch als allererstes. Den habe ich deswegen gekauft, weil dieser Bodendecker wirklich 5 Monate lang blüht. Der wird auch ganz flach, nur 10 cm hoch. Sonne bis Halbschatten. Und so heißt da Nelke. Die Antika White and I, und hier steht ein 5 bis 10, ne, von der Blütezeit. Also hat ganz, ganz lange diese schönen weißen Blüten. Und dementsprechend habe ich gesagt, probiere ich das mal aus. Der muss aber noch gut bewässert werden. So, dann habe ich vorm Haus habe ich einen Säulenapfelbaum gepflanzt. Und zwar Valuta, das ist die Sorte Malus Domestica Spätsommerapfel. Dann habe ich einen Säulenbirnenbaum gepflanzt, der ist etwas größer. Condo, Pyris, Communalis, das sind alles so neue Züchtungen. Die haben alle wesentlich bessere Eigenschaften, sind alle ziemlich robust. Ja, und dann habe ich noch ein Kiwi gepflanzt. Und zwar steht da? Actinidia Kiwi Gold. Und zwar, es gibt auch Kiwi, so eine Kiwi-Beere. Das sind dann so ganz kleine Kiwis nur. Das ist jetzt tatsächlich hier eine etwas größere Sorte, also die sind fast so wie die aus dem Supermarkt, die Kiwis. Und ja, die sind wie gesagt schön, so richtig so, hat also richtig an Volumen, viel Fruchtfleisch und so weiter. Bin mal gespannt, was daraus wird. Und dann habe ich als Begrenzung vorm Haus nochmal dunkelhalmiger Schirmbambus, und zwar Fargesia nitida Great Wall. Wird bis zu 3 Metern hoch, allerdings erst im Alter. Winterhart, was steht da? Irgendwas ist mit der Das Objektiv Kameralage. war beschlagen, weil ich die Kamera eben draußen hatte. Dementsprechend kondensiert jetzt die hohe Luftfeuchtigkeit hier vom Innenraum an dem Kameraobjektiv. So, jetzt ist wieder alles gut. Und zwar, keine Staunässe, ist klar, mag keinen Bambus, bildet keine Ausläufer. Solitär oder Hecke, Standort alle. Jedoch keine Staunässe. Okay, da muss man allerdings so sagen, dieser Bambus, diese Nitida-Sorte, da wird manchmal angegeben, dass die nicht so gut volle Sonne verträgt. Die verträgt dann sehr gut volle Sonne, wenn sie gut bewässert wird und gut gedüngt wird. Also mit meiner Bewässerungsanlage kein Problem, kann man den Bambus eigentlich überall hinstellen, auch welchen der eigentlich für Schatten gedacht ist. Man muss Bambus eben immer nur gut bewässern. So, hier nochmal alles im Überblick. Jetzt gehe ich mit dir nach draußen und zeige dir die Dinge alle mal live. Das hier ganz unscheinbar sieht aus wie ein Stock. Das ist der Säulenapfel. Hier sieht man schon, ja, da kommt schon sowas Blütenähnliches, wie man hier sieht. Da Knospen kommen hier schon, der treibt schon ein bisschen aus. Jetzt wird es auch ein bisschen wärmer. Da ist er ungefähr 1,20 Meter hoch. So, hier vorne habe ich die Säulenbirne, die hat schon ein paar mehr Verzweigungen hier. Die wurde mit irgendwie so einem komischen Zeug irgendwie vorher besprüht. Ich glaube, das wird wahrscheinlich ein Kupferpräparat sein, irgendwie gegen hier dieses, wie nennt sich das? Keine Ahnung, bin kein Obstbauer. Ja, auf jeden Fall, das ist die Birne, so sieht sie aus, auch in Säulenform. Die werde ich auch immer schmal halten. Und hier sehen wir die Kiwi. Die muss ich hier noch anbinden. Da muss ich mir noch so ein Gerüst hier zusammenzimmern, wo das dran ranken kann, weil das ist wirklich so eine Rankpflanze und kein Baum. Und hier sieht man, da kommen schon die Blätter. Wunderschön. Ich hoffe, es gibt jetzt keinen Frost mehr oder nur noch ein bisschen, nicht, dass mir die Dinger wieder abgehen, beziehungsweise sonst muss ich das Ding irgendwie schützen. Ja, hier übrigens die Maulbeere vom letzten Jahr gepflanzt, die habe ich jetzt geschnitten. Hier auch letztes Frühjahr gepflanzt, mein Säulenkirschbaum, der ist also richtig abgegangen, der ist richtig fett gewachsen. Also der Stammdurchmesser hat sich verdreifacht in dem einen Jahr. Ich habe auch gut gedüngt, also einfach mit Blaukorn und bisschen Kalkstickstoff, halbe halbe habe ich das gemischt. Ja, man kann auch mit Hornspäne das Ganze düngen oder mit irgendeinem Ökodünger oder mit Mist. Aber Düngung ist unglaublich wichtig, weil dann wachsen die Dinger wirklich teilweise doppelt so schnell. Hier, das ist nochmal die Säulenkirsche. Die wird dieses Jahr auch definitiv tragen. Hier auch letztes Jahr gepflanzt. Das ist allerdings ein Säulen. Den habe ich alle dreimal umgepflanzt, weil ich den Hotpot da gemacht habe und die vorher da hinten stand. Und jetzt habe ich sie von da dann wieder hierhin gepflanzt. Dreimal umgepflanzt. Dementsprechend ist die nicht so gut gewachsen wie die Säulenkirsche. Das ist eine gelbe Kirsche. Und auch hier sieht man die Knospen. Ich habe den Baum auch schon wieder geschnitten. Und ich will mal hoffen, dass der Baum hier dieses Jahr schon Früchte trägt. Hier habe ich irgendeinen Fehler gemacht. Ich weiß allerdings nicht welchen. Und zwar, das ist ja der Erdbeerbaum. Einmal habe ich hier unten ein Band aus Versehen drum gebunden. Deswegen hat sich hier
auch was gestaut, wie man hier sieht. Ne? Da ist jetzt war mal so ein Band drum, das habe ich abgepult. Ist natürlich ein bisschen scheiße, aber gut, funktioniert noch. So, und ich habe den Baum hier geschnitten und auch mit so einem Spritzmittel gegen die Kräuselkrankheit eingesprüht. Man soll das so machen bei solchen Bäumen, das ist ja ein Pfirsichbaum, der hatte auch die Kräuselkrankheit letztes Jahr, dementsprechend muss ich das Ding einmal spritzen. Und soll man machen, ich glaube Mitte März. Allerdings habe ich das hier auch gespritzt. Ein Erdbeerbaum ist natürlich vielleicht, reagiert da nicht so gut auf das Präparat, weil der schon Blätter hat. Dementsprechend sind die Blätter alle hier ein bisschen braun geworden von dem Erdbeerbaum. Der ist ja winterhart, also die sind wirklich grasgrün gewesen im Winter. Oder es liegt daran, dass ich den Seitentrieb hier entfernt habe, dass er nicht so gut schnittverträglich ist. Das weiß ich nicht. Vielleicht weißt du es ja, post es in die Kommentare, woran es liegen kann. Ich hoffe, der erholt sich. Ansonsten wird hier ein Walnussbaum gepflanzt, wenn der jetzt tatsächlich eingehen sollte. Ja, der Mandelbaum ist auch angewachsen, wie sonst nichts Gutes. 1,5 Jahre, glaube ich, steht er. Und der hat also schon einen richtig dicken Stamm. Also der ist so 6 bis 7 Zentimeter dick schon. Das sieht man vielleicht auf dem Video nicht. Aber der ist wirklich abgegangen wie sonst was. Den habe ich auch auf die Hälfte eingekürzt. Also der war noch wesentlich größer. Der ist jetzt ungefähr 2,50 Meter. Und der war, ja, fast 5 Meter. Also die längsten, die ganz dünnen Triebe, die nach oben rausgeschossen sind. Aber ich habe den massiv zurückgeschnitten. Hier sieht man auch schon, wo er wieder austreibt. Wie gesagt, ich hoffe, dass die nicht abfrieren hier jetzt, wenn's. Aber das müsste eigentlich alles hier das überstehen. Ja, dann hat einer meiner YouTube-Abonnenten gefragt, wie sieht es denn aus hier mit deinem Bambus? Kannst du mal wieder so einen kleinen Wachstumsstatusbericht machen? Werde ich auf jeden Fall umfangreich machen im Frühjahr, was wir jetzt hier haben. Aber erst dann, wenn die ersten Austriebe kommen. Wir haben jetzt den 1. April. Noch treibt hier gar nichts aus. Also ist noch in Winterruhe. Ich habe schon mal die erste Hand Dünger drauf gestreut. Ich dünge den ja 2-mal pro Jahr. Jetzt einmal und im Juni einmal. Und die Wuchshöhe ist immer noch, also er wächst ja nicht über den Winter. Treiben ja aus und bleiben dann auf der Höhe. Also so 2,50 Meter bis 2,80 Meter sind hier die höchsten. Vielleicht an der Spitze, ja, nee, der höchste ist doch vielleicht 3 Meter. Da kommen, sehe ich gerade zwei, die da richtig weit rauskommen hier. Ah, die sind auch wohl 3,50 Meter schon. Und die kriegen jetzt, wenn es dann irgendwann Winter wird, dann hören die Blätter hier auf zu wachsen. Das sind ja Neuaustriebe. Die werden dann ja noch, die treiben dann noch ein bisschen stärker aus. Die machen jetzt im Frühjahr einfach weiter. Haben zum Winter hin gestoppt. Und ja, jetzt geht das wieder los. Dann kommen auch wieder die neuen Triebe. Also wie gesagt, hier geht das richtig los. Also das kommende Jahr jetzt. Wenn ich die wirklich gut bewässer, kriege ich die bestimmt alle auf 3,50 Meter schon. Habe ich hier einen richtig dicken Sichtschutzzaun. Ja, dann beende ich das Video mal. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du hast ein paar Anregungen gekriegt, so bezüglich Pflanzen und so weiter. Dann ist es so, Frau Möhle hat sich noch ganz viele kleine Beerenbäume bestellt für ihren Garten. Wenn ich dir die auch noch mal zeigen und vorstellen soll, musst du das in die Kommentare schreiben. Ansonsten bleibst du dabei hier bei dem Video und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.